So, hallo Leute. Das ist eine weitere Folge von unserer Lua-Programmierung. Und ich bin gefragt worden, wie man das denn macht, dass man in Lua objektorientiert programmiert. Also Lua ist paradigmenfrei, habe ich ja gesagt, aber man kann eigentlich alle Paradigmen, also alle Ideologien, die es so gibt in der Programmierung, implementieren. Das heißt, das sind alles Werkzeuge. Und wenn eine Sprache sagt, ja, ich bin eine objektorientierte Programmiersprache, dann könnte man sagen, okay, sie klammern bereits irgendwie eine ganze Menge andere Werkzeuge aus dieser Werkzeugkiste aus. Und deswegen ist das Paradigmenfreie eigentlich das, was wohin es eigentlich geht. Dass man praktisch diesen Selbstzweck nicht mehr so den nicht mehr so vorwärts treibt. Aber ich will das einfach mal kurz zeigen. Das ist nämlich relativ einfach. Es gibt nämlich bei Lua kein Befehl Class, wie es zum Beispiel bei Python ist, bei Ruby, bei Java. Dafür ist das irgendwie anders gemacht. Das heißt, ich mache das jetzt einfach mal vor. Ich nehme mir irgendwie so eine einfache Vektorgeschichte. Das kann man sich so vorstellen wie Punkte XY. Und wir setzen das einfach mal kurz um, wie das dann aussieht. Also, fangen damit an, dass wir also eine Local Variable haben, also eine Klasse, und die nennen wir Vektor. Und die ist eine Tabelle, weil Klassen sind einfach Tabellen in Lua. Nichts anderes als Tabellen. Und das Interessante ist, dass wir aus einer normalen Tabelle, also aus einer Table oder einem Array oder wie auch immer man das nennt, das ist ja so eine Mischung aus Hashtable, Array und Set, alle möglichen, also praktisch wo die anderen Sprachen, was ich, drei oder vier Klassen haben, haben wir die Tabelle bei Lua. Das halt vereinfacht das, aber wir müssen eben halt auch ein bisschen aufpassen, wie wir damit umgehen. Wir können daraus alles machen. Wir können damit Sachen machen, die nicht möglich sind in den anderen Sprachen, weil wir komplette Kontrolle haben über die sogenannten Metafunktionen dieser Tabelle. Und da kommen wir jetzt zu. Ich setze nämlich eine Metatable für den Vektor, also für unsere Klasse, für unsere Table. Und das Ding ist wieder eine Table. Und damit könnten wir jetzt noch nicht viel anfangen, weil wir haben noch keine besonderen Funktionen. Und da muss man sagen, okay, das erste, was wir machen, ist, wir brauchen eine Funktion in unserer Klasse, die sagt, wenn eine Funktion aufgerufen wird, also das ist ja so, wenn in der Haupttabelle eine Funktion aufgerufen wird, die nicht vorhanden wird, dann guckt da, ob eine Metatabelle da ist, guckt da rein. Das heißt, unsere Haupttabelle bleibt XY. Aber alles, was dort nicht gefunden wird, versucht dann in einer Metatabelle zu finden. Und Index ist zum Beispiel einer der Möglichkeiten. Das heißt, wenn etwas gesucht wird, was dort nicht auftaucht, dann sucht er das in der Index. Und wir haben hier die Klasse und den Key, das heißt, das, was gesucht wird. Das ist eigentlich irgendwie, das kann man sich irgendwie abschreiben, das ist immer wieder dasselbe. Wir holen die Metatable von unserer Klasse und geben den Key zurück. So, das ist irgendwie einer von den Sachen, die sind, wie ich das immer so schön sage, Magic. Das heißt, das ist irgendwie eine von den Sachen, die man einfach macht, um diese Metafunktion auch aufrufen zu können von der Haupttabelle aus. So, das Zweite, was wir brauchen, um unsere Klasse zu machen, ist, wenn wir die einfach leer aufrufen. Also sagen wir mal, ich sag mal so, a ist gleich Vektor von 4,5. Ja? Dann müssen wir hier keinen Punkt new oder sowas setzen. Wenn wir das hier mit diesem Call irgendwie sagen, das heißt, wenn der Call da ist, Function, unsere Klasse, und dann noch irgendwas dahinter. Dann returnen wir getMetaTable von unserer Klasse und new von irgendwas. And so. Das ist die Umsetzung hiervon. Das hier ist das, dass das überhaupt findet.
Das hier ist die Umsetzung davon. Ja, und jetzt kommen die eigentlichen Funktionen. Das erste, was wir brauchen, ist natürlich new. Das haben wir eben gesagt. Wir wollen irgendwie praktisch einen neuen Vektor anlegen. Function xy haben wir. Und wir sagen, wir haben hier drin eine Local Variable. Self ist gleich setMeta. Table von einer leeren Tabelle. Das heißt, wir legen das als leere Tabelle an. Ja? Und setzen die getMetaTable von unserem Vektor, den wir hier haben, einfach dort rein. Das heißt, wir vererben sozusagen diese ganzen Meta-Funktionen, setzen dann SelfX und SelfY. SelfX und SelfY als X und Y. Das können wir ja machen. Wir können ja so eine multiple Zuweisung machen. Das gibt es auch in anderen Sprachen. Das heißt, wir haben praktisch unseren Vektor gesetzt. Das heißt, wir haben das hier im Prinzip reingeschrieben, X und Y. Das hätte man noch vielleicht anders schreiben können, aber das ist jetzt irgendwie, man könnte hier auch sagen können, X ist gleich irgendwie X. Aber das ist, so ist das irgendwie besser. Und return self. Okay. Das war irgendwie eigentlich schon alles. Jetzt haben wir unseren Punkt. Damit wir unseren Punkt auch sehen können, wäre das ganz schön, wenn wir eine Printfunktion hätten. Wir haben praktisch so eine Art Printfunktion, wenn wir das Ding ausgeben wollen. Und dafür machen wir mal irgendwie Function von unserem Vektor. Und da sagen wir Return und diese Funktion gibt ein String zurück. Wir nehmen dafür String-Format, Format und sagen, okay, ich will irgendwie den Vektor zurückgeben und zwar Vektor X und Vektor Y. Und wie will ich das formatieren? Naja, irgendwie, es wäre schon ganz gut, wenn ich da irgendwie 16 Stellen nach dem St Komma und Komma G, das ist im Prinzip so, wie es bei C ist, bei Lua. Das heißt, wir haben irgendwie, das werden die normalen, also 4,5 würde gedruckt werden oder bis, wenn man irgendwie eine Fließkommazahl hat, dann bis zu 16 Stellen. Das sind alle Stellen, die wir in unserem Rechner darstellen können. Das heißt, wir kriegen den ganzen Kram verlustfrei raus und kriegen praktisch so an Klammern gesetzte Zahlen. Und das geben wir zurück und wieder End. So, damit haben wir eigentlich schon eine ganze Menge. Jetzt können wir mal ausprobieren, ob das im Prinzip funktioniert, indem wir hier a Vektor Dings hier machen und wir sagen print a. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Und speichern das mal. Wir haben das jetzt genannt OOP.lua. Ja. Speichern das und gehen irgendwie auf unsere Shell. Und da gehen wir nochmal raus. Lua, OOP.lua. Rufen wir an, auf und funktioniert. 4,5. Da kriegen wir es. Okay. Das heißt, unser Vektor funktioniert schon mal. Wir haben jetzt abstrakt unsere Funktion und die kann man natürlich auch. Ich kann nochmal reingehen und ich rufe das einfach mal selbst auf hier und sag mal, unser Vektor soll require von OOP sein. Das ist das, wie wir es gespeichert haben. Ja, es wird natürlich jetzt einmal aufgerufen, egal. Aber jetzt sagen wir mal, A ist gleich Vektor 7 und ach so, ja, das ist natürlich richtig. Okay, wir müssen am Schluss, wenn wir das requiren, müssen wir Return von Vektor machen. Das heißt, wir müssen den Vektor selbst zurückgeben, sonst funktioniert das nicht. Okay, nochmal. Speichern, rübergehen und so. Ich glaube, es ist ein bisschen faul. Require OP. A ist gleich Vektor 5. Okay. Und jetzt kann ich sagen, drücken wir mal A aus. Dann sage ich mir, drücken wir A.x aus. Okay. A.y aus. Okay. So, funktioniert.
So, wollen wir mal wieder zurückgehen. Das heißt, unser Datenspeicher funktioniert XY. Und das wäre natürlich noch ganz schön, wenn wir jetzt irgendwie die Länge von diesem Vektor haben können. Dafür gibt es ebenfalls eine Funktion. Das kennt ihr eigentlich schon von irgendwelchen Tabellen. Da kann man dann so sagen, irgendwie die Länge angeben von einer Tabelle oder sowas. Das heißt, die Längenfunktion, die holen wir uns hier als einfach, definieren das als Function von dem Vektor, den wir jetzt haben. Also Vektor sage ich natürlich, und Return. Wir müssen natürlich die Mass.sqrt von Vektor x Quadrat plus Vektor y Quadrat nehmen. So, das geben wir zurück. Das ist unsere Länge. Und das heißt, damit haben wir praktisch die Vektorlänge definiert. Jetzt probieren wir es mal aus. Einmal kurz speichern, rübergehen, aufrufen, Vektor gleich require von OP. Ja, jetzt kommt es da hier. Da seht ihr jetzt irgendwie den Kram. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gib mir mal die Länge vom Vektor 1,1. Das muss natürlich Wurzel 2 sein. Ups, das geht nicht. A ist gleich Vektor 1,1. Nee, klar. Okay, das geht. Also die Länge von dem Vektor ist natürlich dann Wurzel 2. Okay. Ich hatte hier oben, habe ich ja irgendwie das Ding nicht Vektor genannt, sondern V. Und deswegen will das das V haben. Und wenn ich jetzt sage, druck mir mal A aus, ja gut, ich kriege mal ein 1,1. Das ist das, was ich irgendwie zu erwarten hatte. Okay. Jetzt wäre es natürlich noch ganz cool, wenn wir irgendeine Funktion haben. Sagen wir mal, wir wollen addieren. Wir wollen zwei Vektoren addieren. Da gibt es auch eine. Also für die Plusfunktion gibt es praktisch so die Addfunktion. Function haben wir A, Vektor A und B. Und was geben wir zurück? Geben zurück ein Vektor von A.x plus B.x, A.y plus B.y. Okay. End. Und das war's. Okay. So. Und das können wir mal machen. Wir können hier mal sagen, B ist gleich Vektor 1,1 und C ist gleich A plus B. Das müsste ja funktionieren, ne? Und dann könnten wir eigentlich sagen, okay, dann drücken wir mal Print C aus und dann müssen wir das eigentlich kriegen, was dabei rauskommt. Achso, hier müssen wir natürlich noch B ausdrucken vorher. Print B. Machen wir es doch anders. Machen wir hier doch das so. Wir printen A, B und C. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Gehen wir mal hier rein und sagen, wir rufen das einfach mal auf und da sehen wir 4,5 und 1,1 macht 5,6. Das heißt, wir haben irgendwie einfach mal eine Definition, eine solche Paare können wir dann einfach umbauen. Jetzt könnten wir aber irgendwie eine Sache funktioniert nicht und das werden wir jetzt gleich mal sehen. Wir gehen da nochmal rein. V gleich require von OP. So. Und dann sagen wir, A ist gleich V 2,2, B ist gleich V von 3,3 und C kann, das hier funktioniert jetzt, ja, das funktioniert. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt C ausgeben, jo, das ist das, was wir jetzt zu erwarten haben. Und jetzt wollen wir aber zum Beispiel C ist gleich A plus 3. Und das funktioniert nicht, weil es nicht definiert ist, wie ihr seht. Und da wollen wir noch mal kurz reingehen. Wir bauen in die Funktion irgendwie eine kleine Abfrage ein. Wenn also, wenn Type von B ist gleich Number, then if else.
Ich habe hier schon was irgendwie mir was gedacht dabei. Und das ist also, wenn B eine Nummer ist, dann ist. Wir machen das erstmal hier weg. Okay. Wir geben hier einen anderen Return-Wert raus. End. Okay, dann. So, das ist richtig. Dann machen wir einen Return von Vektor von a.x plus b, a.y plus b. Ja, okay. Das müsste es jetzt eigentlich sein. Das heißt, unsere Funktion sollte jetzt funktionieren in der Richtung. Ich speichere es mal und gehe da mal hin und mache nochmal kurz ein require v gleich require von op. Ich hoffe, dass es funktioniert. A gleich A. Okay. Gleich A plus 4. Na, das geht nicht, weil ich muss das einmal stoppen und da reingehen. Okay. V ist gleich require von OP. Und jetzt haben wir irgendwie A ist gleich V von 2,3. Okay. Ja, A. Und jetzt können wir sagen, b ist gleich a plus 4. Dann sagen wir b. Da haben wir es. Funktioniert. So, was jetzt nicht funktioniert, ist natürlich, dass wir sagen, b ist gleich 4. 4 plus a. Das funktioniert nicht. Ja, das ist nicht definiert. Und deswegen, ja, Ctrl-C, haben wir kurz raus. So, deswegen müssen wir hier natürlich noch ein zweites Ding einbauen. Dafür brauchen wir eigentlich nur ein if-else. Type von A ist gleich Number. Also es ist irgendwie, wenn ihr schon Erfahrung mit anderen objektorientierten Programmiersprachen wie Java oder so habt, dann kennt ihr das eigentlich, dass man diese Fälle unterscheiden muss in dem Fall. Und da ist jetzt A plus B Punkt X, A plus B Punkt Y. So. Da haben wir irgendwie unseren Vektor, da haben wir die Add-Funktion definiert. Das ist dann relativ klar. Wir können natürlich jede andere Art von Funktion hier einbauen. Nicht nur diese Default-Geschichten hier, dieses für Plus und Minus und sowas. Aber das ist sehr, sehr mächtig. Und ich starte ihn jetzt nochmal kurz. V gleich require von OP und sage A ist gleich V von 3,4. Ja. Und jetzt sage ich mal irgendwie 5 plus a. Na, was gibt, kommt da raus? Na, kommt richtig. Und a plus 5. Genau dasselbe. Also das hat jetzt funktioniert. Also ich kann zwei Vektoren addieren, ich kann einen Skalarvektor addieren auf beiden Seiten und das war's. Und das war's eigentlich schon für irgendwie diesen ganzen Eintrag und der ist jetzt nur 18 Minuten lang. Und damit haben wir eigentlich die Kern der Ob der den Kern der objektorientierten Programmierung durch bei Lua. Was wir nicht drin haben, ist Vererbung. Das geht aber auf dieselbe Art und Weise. Wir kopieren das raus, aber wir können irgendwie zum Beispiel Sachen, sowas wie Protection oder sowas, das können wir alles machen, indem wir praktisch mit diesen Metafunktionen Index und New Index vor allem arbeiten. Das ist dann auch alles erklärt in den entsprechenden Lua-Büchern. Und da kann man dann sehr, sehr viel besser als praktisch irgendwie bei Java zum Beispiel auf diese Sachen zugreifen, weil man ganz feine Kontrolle hat über, was sollen genau diese Funktionen machen, wie soll man darauf zugreifen. Man braucht nicht, um auf eine Funktion zu greifen, wie zum Beispiel x oder y, jedes Mal ein Getter oder sowas zu implementieren oder ein Setter, wie das beim objektorientierten nötig ist, sondern wir können praktisch über diesen Index, wenn wir darauf zugreifen, in dem Ort, wo zugegriffen wird, wird diese Indexfunktion aufgerufen und dann entsprechend weitergeleitet. Und wenn wir hier das Ding abfangen und sagen wir mal auf eine versteckte Tabelle, auf eine lokale Tabelle zugreifen, dann kann der User davon nichts mitkriegen. Das ist komplett abgekapselt. Und es geht ja aber bei dieser ganzen Geschichte eigentlich nicht um Sicherheit in der Programmierung, das ist sowieso Blödsinn. Es geht darum, dass man sich selbst nicht die Daten zerschießt aus Versehen oder so. Objektorientierte Programmierung hat seinen Reiz, hat seinen Zweck. Wie man sieht, ist das hier irgendwie ganz schön mit den Punkten.
Allerdings, wenn man jetzt eine Grafik damit machen würde mit diesen Punkten, dann wäre die objektorientierte Programmierung wohl das Falsche, weil das Richtige wäre ein datenorientiertes Design, also DOD. Das ist eigentlich eher der neuere Schritt, wie man heutzutage dahin geht. Und das ist eigentlich auch ein ganz alter. Das heißt, wir haben grundsätzlich den Datentyp und jeder Datentyp, den wir haben, jede Struktur, jede Datenstruktur hat eine Programmstruktur, mit dem umgeht. Und das wollen wir in der nächsten Lektion irgendwie angehen. Aber dieses hier nur zu Lua und objektorientierte Programmierung geht natürlich. Lua funktionale Programmierung geht hervorragend. Ihr habt schon gesehen, dass ich bei der Umsetzung der Spiele mit Goto-Strukturen gearbeitet habe. Goto ist, sagt man ja, ein No-Go in der Programmierung, aber das stimmt nicht. Denn zum Beispiel so etwas wie diese Finite State Machines, diese State Machines, die sind extrem mächtig und da werden sehr, sehr viele Sachen mit umgesetzt und die laufen über den Sprung zu verschiedenen Zuständen. Und diese statt dem Goto gibt es da noch in Lua eine Sache, das ist die Coroutine, das hat auch keine andere Sprache, die ich kenne, außer Org hat so etwas, ich weiß nicht, ob Perl das hat, ich glaube nicht. Jedenfalls, soweit ich weiß, hat weder Python noch Ruby noch Java etwas Vergleichbares. Und das ist dann sehr, sehr mächtig. Damit kann man nämlich sehr, sehr schöne Sachen machen, die nicht das Problem mit der Nebenläufigkeit, also praktisch gleichzeitig mehrere Programme auf einmal laufen lassen. Das kann Java auch, aber Java kann eben auch diese nicht gleichzeitig laufenden, die nicht, also praktisch diese State Machines. Und damit kann man zum Beispiel für Intelligenz, künstliche Intelligenz, zum Beispiel bei Spielen, die AI, das Verhalten von Bots, das Verhalten von NPCs super programmieren, indem man praktisch diese kleinen eigenständigen Maschinen hat. Da kommen wir in einer späteren Lektion dazu. Soweit einfach nur, wie mache ich objektorientierte Programmierung in Lua? Das ist, wie ihr seht, es gibt keinen Befehl Class, sondern wir machen das über Metatables. Alles ist eine Table. Das klingt erstmal irgendwie komisch, aber Tatsache ist, für den Computer ist alles eine Table. Intern ist der Speicher immer eine Table und deswegen läuft das extrem schnell. Es hat praktisch kein Overhead wie die anderen Sprachen. Es läuft extrem schnell, extrem direkt. Und die Programmierung, natürlich kann man diese Funktion hier, die kann man ja auch irgendwie rausnehmen und kann sagen, ja, ich setze das nicht hier rein, sondern ich setze das irgendwo außerhalb hin und schreibe das irgendwie außerhalb in Module. Ich habe das jetzt so gemacht, damit es schön einfach und übersichtlich ist, damit die einfach mal so durchgezogen werden. Und das kann man natürlich irgendwie ganz anders machen. Dann kann man die da rausholen aus dieser Tabelle, die jetzt hier drin ist, und kann diese Tabelle erweitern, die Metatabelle erweitern. Man kann dann eben Klassen vererben und so weiter. Das geht auch alles. Das geht aber jetzt zu weit. Das reicht eigentlich für diese kurze Einführung. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und dass ihr das auch selbst hinkriegt. Wir sehen uns das nächste Mal.